Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Untergriesbach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir das Feld soweit ausgesät und wir haben jetzt mittlerweile Mitte Frühling. Und da gab es, glaube ich, eine neue Wachstumsstufe, so wie das hier aussieht. Kann man bei Seasons schlecht beeinflussen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Fahrgassen drin. Ne? Ihr seht es schon. Ja, das heißt, hier haben wir soweit alles ausgesät. Das eine oder andere wächst jetzt noch nach und nach mit dazu. Das sind die Fahrgassen, die wir beim letzten Mal hier eingefahren haben. Ja, das sind 21 Meter immer genau. Hier ist, glaube ich, ein bisschen schmaler das Ganze, die beiden Bahnen hier. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen, ist auf jeden Fall, wir müssen noch Dünger ausbringen. Ja, wir haben jetzt pH-Wert, der ist optimal. Dann haben wir hier Stickstoffgehalt. Ja, den müssen wir jetzt noch optimieren. Auch auf der Wiese. Und dazu werden wir heute ein bisschen, Flüssigdünger, ne? Auf die wachsende Aussaat vom Weizen schon draufpacken. Ich habe die Nacht jetzt hier vorgespult und da kamen dann direkt hier schon die ersten Triebe. Und dann werden wir hier einmal reingehen, ne? Neuer Tag. Wir werden jetzt hier einmal ranfahren, werden dann die Spritze rausholen und auch die jeweiligen Zusatztank noch. Wir schalten das ganze Fahrzeug jetzt hier einfach mal ein. Machen mal die Tür zu. Sauwetter auf jeden Fall. Wir lösen mal die Handbremse und fahren jetzt hier einfach mal rein. Und werden das Ganze dann jetzt hier gleich anhängen. Ist ein wenig eng. Gehen wir in die Innenperspektive. Machen auch nochmal ein bisschen Licht an. Denn wir sind hier noch in der Dämmerung aktuell. So, wir gucken mal, ob wir da jetzt rumkommen hier. So, ich werde einmal erstmal das vordere Fässchen da dran packen und dann werden wir dann hier die Spritze ranhängen. Ist alles sehr, sehr eng hier. So. Machen wir die Tür einmal wieder auf. Gehen wir kurz raus hier. Hängen das Ganze dran. Das ist das Fässchen. Und dann fahren wir jetzt einmal hier wieder rückwärts raus und fahren dann gleich rückwärts an die jeweilige Spritze dran. Oh, es ist echt eng. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir das vernünftig hinbekommen. Dann fahren wir einmal gleich zu unserem Händler, da wo wir auch den Kalk geholt haben, und machen die Spritze dann einmal voll. Ihr habt auch gefragt, ob man jetzt wirklich Pflegebereifung braucht. Ich glaube, dass wir die Frucht noch nicht zerstören in der ersten Phase. Deswegen ist es da noch nicht allzu schlimm. In der zweiten Phase, in der zweiten Wachstumsphase, sollten wir auf jeden Fall dann auch mit Pflegebereifung unterwegs sein. Wir können hier das Fahrzeug hier auf jeden Fall auch umrüsten. Das funktioniert soweit. Einmal Rückwärtsgang rein. Wir haben ja Shuttle Control hier aktiv. Und dann werden wir das Ganze dann jetzt hier aufnehmen. Bedeutet, wir sind dann mit der Feldspritze hier unterwegs und werden ein bisschen Flüssigdünger ausbringen. Das wollte ich vorhin sagen. So, gucken mal, kommen wir hier rum? Ja, doch. Nicht ganz. Wir müssen nochmal ein Stück vor. Ach, das ist aber ganz schön eng hier. Gott. Ist das eng hier, verdammt. Wir fahren nochmal ein kleines Stück vor. Ein kleines Stück zurück. Ey, das ist ein Gekurbel hier, ne? Ne, wir kommen da nicht rein. Da müssen wir doch eher über das andere Tor reinfahren. Boah, ist das eng. Weil ewig kriege ich das mittlere Tor nicht auf. Ist so ein bisschen tricky. Fahren wir halt daran, weil da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, wir steigen mal kurz aus. Machen das Tor mal zu hier. Und öffnen das hier. Weil da kommen wir, glaube ich, ein bisschen besser ran, ne? Jo. Das sieht besser aus. Rückwärtsgang rein. Und dann fahren wir den ganzen Kram hier mal an. In der Hoffnung, dass es hier auch jetzt funktioniert. Ja, doch, ich glaube, das geht besser. Weil auch. Nee, das ist auch viel zu eng hier. Warte, ich muss das vordere Fass nochmal abmachen. Oh Mann, ey. Ist das ein Manövrier-Abenteuer hier? So, wartet. Wir kriegen es gleich hin. Handbremse rein. Koppeln wir den ganzen Spaß nochmal ab hier. Fahren wir mal ohne das Teil hier rein. Weil ich glaube, das geht dann besser. Ja, das sollte funktionieren. Fahren wir einmal rückwärts ran. Ja, das sollte passen. Jo, die Kuh Deltis. Die haben wir dann hier mit dran.
Zapfwelle muss natürlich noch dran. Dann müssen wir das Ganze wieder ausheben. Und fahren dann einmal vor hier. So. Ah, was lange wird, wird gut, ne? So. Den Vordertank natürlich auch noch dran. Wupp. Das müssen wir natürlich auch noch anheben. Vielleicht war auch das Problem, dass ich es einfach gerade nicht angehoben habe. Das kann natürlich auch sein. Ja, und dann fahren wir jetzt hier einmal rückwärts raus und fahren dann zu unserem Verkäufer unseres Vertrauens. Huch. Vorwärtsgang rein. Auf geht's. Da fahren wir jetzt mal hin und werden ein bisschen Flüssigdünger kaufen. Wir werden einmal den Fronttank und die eigentliche Spritze, die Kundeltis, befüllen. Und, jetzt ist einigermaßen hell. Wir brauchen kein Licht mehr. Mittlerweile 7:30. Wir müssen auch uns so ein bisschen um die Tiere noch kümmern. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ich denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Aber erstmal werden wir jetzt ein bisschen Flüssigdünger ausbringen. Wir haben ja eine Arbeitsbreite von 21 Meter für die Feldspritze. Ne, für die Kundeltis hier. Da ist es so, dass wir da natürlich auch schon die jeweiligen Fahrgassen, ja, dementsprechend genauso reingefahren haben. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare zur letzten Folge. Na, euch scheint das Projekt auch sehr gut zu gefallen. Mir macht auch sehr viel Spaß hier in diesem Projekt, weil das einfach mal ein Projekt ist, was halt, ja, ne, wo es wenig Vorbereitung braucht. Man muss natürlich viele Dinge beachten. Das ist natürlich wichtig. Ihr habt auch viele Fragen immer zu Seasons. Da gibt es auch zahlreiche YouTube-Videos zu. Also falls ihr da nochmal genauere Erklärungen haben wollt, ich versuche das immer mal so ein bisschen aufzugreifen in den Folgen. Schaut euch da gerne auch andere Videos an. Da gibt es eine super Erklärung dazu, wie Seasons funktioniert. Mit Precision Farming ist das immer nochmal ein bisschen eine andere Sache. Das funktioniert dann nochmal ein bisschen anders. Und wir sind jetzt wieder hier in Wilmersdorf. Oder Villersdorf. Und fahren jetzt hier hinten einmal ran. Ich meine, da müsste nämlich so ein Tank sein, wo wir das Ganze aufnehmen können. So. Fahren wir einmal rum. Boah, das war knapp. Das war knapp. Hier ist, glaube ich, eine Tankstelle. Können wir, glaube ich, auch gleich mal direkt tanken, ne? Tanken mal unser Fahrzeug direkt, wenn wir schon mal hier sind. 65 Euro. Hier haben wir Mineraldünger, glaube ich, drin. Und da vorne müsste, glaube ich, Pflanzenschutz und Pflanzenschutz und Flüssigdünger sein. Da haben wir's. Und wir füllen erstmal den vorderen Tank. Machen mal die Handbremse rein hier. So, den haben wir befüllt. Dann wechseln wir einmal auf das hintere Gerät. Fahren nochmal kurz ein kleines Stück zurück. Die Trigger sind hier echt gut markiert. Da seht ihr es. Da müsst ihr einfach ranfahren. Und dann könnt ihr das Ganze dann auch automatisch befüllen. Das funktioniert recht gut. So, Handbremse rein. Befüllen wir das natürlich auch mit Flüssigdünger. Macht er jetzt nicht. Will er das jetzt nicht befüllen? Das hintere Teil. Warum nicht? Er zeigt zumindest an. Da sind wir jetzt aus dem Trigger wieder raus. Ich glaube, wir sind aus dem Trigger wieder raus. Oder müssen wir einmal nochmal kurz vor und wieder zurückfahren? Das kann natürlich auch sein. Will er gerade nicht. Jetzt. Aber er befüllt das Ding irgendwie nicht. Die Anzeige verschwindet irgendwie. Komischerweise. Verstehe ich leider auch nicht. Ich fahre nochmal kurz ein Stück vor. Und mal ein kleines Stück zurück. Ich fix das mal eben kurz. So, wir haben es befüllt. Ich muss nur einmal hier einmal um den Kreis fahren und danach ging es dann. Komischerweise. Egal. So, wir haben Flüssigdünger drin. Fahren jetzt mal zurück zu unserem Hof und werden dann den Flüssigdünger auch ausbringen direkt. Gehen wir in die Innenperspektive. Und dann geht es dann los zu unserem Feld und dann werden wir das Ganze dann ausbringen. Wir haben auch die Teilabschaltung hier drin bei der Maschine. Das ist persönlich auch sehr, sehr cool. Bei der Kundeltis. Wird auch teilweise durch Precision Farming beispielsweise schon mit eingeschaltet.
Das bedeutet, dass da, wo wir schon gedüngt haben mit der Spritze, dass sie sich automatisch ausschaltet. Ne? Ist auf jeden Fall auch ein cooles Feature. Links zu allen Mods, die ich hier verwende, auch die Geo-Mod und so weiter. Seasons, hier auch das Fahrzeug hier, mit dem wir hier unterwegs sind. Sowie auch die Kundeltis findet ihr alles in der Videobeschreibung, in der sogenannten Modliste. Schaut auch da gerne vorbei. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, ne, einfach Glocke aktivieren, Leute. Und dann bekommt ihr dann immer die Info, wann ein neues Video online geht. Oder joint unseren Discord. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, entweder die Livestreams oder auch die YouTube-Infos da zu aktivieren. Da kriegt ihr dann auch meine Info. So, haben wir es gleich geschafft. Wir können mal hier die Lichter ausschalten. So, da vorne sehen wir schon unser Feld. Da werden wir jetzt hinfahren. Die Wiese, die ist auch soweit schon mittlerweile am Wachsen. Die werden wir allerdings erst düngen, wenn wir das erste Mal das Ganze runtergemäht haben, weil wir ansonsten zu viel zerstören. Ne? Das wollen wir halt auch nicht. So, jetzt sind wir am Hof angekommen. Und werden uns jetzt hier gleich in die jeweiligen in die Gassen bewegen, die wir beim letzten Mal reingefahren haben. Ne? Wir klappen die Feldspritze mal aus. Da sehen wir jetzt hier die Fahrgassen. Ihr seht schon, das funktioniert. Wir stellen jetzt mal hier die Arbeitsbreite von den 21 Metern ein. Wir werden das Ganze dann gleich aktivieren. Ich schalte mal das HUD aus. Nochmal ein Screen hier fürs LP, damit wir das auch sehen. Wir können das Ganze schon mal runtersetzen, raufsetzen, whatever, wie wir das gerne haben möchten. Blub. Und jetzt können wir das Ganze einschalten. Da ist die Fahrgasse. Muss natürlich auch die Handbremse lösen. Und in der ersten Wachstumsstufe habt ihr noch keine Fruchtzerstörung. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und jetzt seht ihr halt da unten auf der Markierung, ja, dass das Ganze dann grün wird. Wenn wir F1-Menü sehen, seht ihr auch, wie viel Kilogramm pro Hektar ausgebracht wird. Das ist auf jeden Fall auch sehr praktisch. Wir schalten die einmal ab und legen mal Rückwärtsgang ein. Die Ecke da vorne müssen wir gleich auch nochmal mitnehmen. Aber in der nächsten Wachstumsstufe müssen wir da auf jeden Fall dann auch die jeweilige Pflegebereifung aufziehen, damit wir nämlich dann da das Ganze nicht zerstören. Und dafür sind halt die Fahrgassen da, ne? Damit wir halt keine Frucht zerstören. Ne? Wie gesagt, in der ersten Stufe bei Seasons ist es halt so, dass das nicht passiert. Da sind gerade die Triebe drauf und ja, wir sind gerade dabei, das Ganze jetzt hier zu düngen mit Flüssigdünger. Wir können das natürlich auch ein bisschen weiter runtersetzen. Und so düngen wir dann komplett das ganze Feld. Da vorne müssen wir gleich nochmal einmal die Runde noch zu Ende fahren. Und dafür sind halt die Fahrgassen da, ne? Damit man halt nichts zerstört. Ich fahre jetzt einfach mal hier an dem äußeren Bereich vorbei, damit wir die Stellen hier natürlich auch nochmal mitdüngen. So, Rückwärtsgang rein. Fahren wir jetzt hier noch einmal rum. Fahren dann in die nächste Fahrgasse. Die haben wir halt ein bisschen kürzer gemacht hier. Damit wir auch die andere Breite da auch noch mitnehmen können. Ja, da ist ja kein Zugang zum Land, ich weiß. Aber hier können wir jetzt dementsprechend spritzen. Und ihr seht, ne, von der Breite her, das passt optimal, so wie wir es eingefahren haben. Und man kann sich da auch sehr gut orientieren hier an den Fahrspuren.
Wenn man die Innenperspektive nimmt, kann man hier die Mitte des vorderen Tanks dann genau mittig nehmen und ist dann beispielsweise direkt in der Fahrgasse drin. Ne, man braucht auch kein GPS jetzt hier dafür. Man hätte jetzt natürlich hier noch GPS einstellen können, aber das braucht man nicht unbedingt. Und so fahren wir dann jetzt die einzelnen Bahnen hier ab. Fahren jetzt hier auch nochmal komplett durch. Schalten die dann aus und fahren in die nächste Fahrgasse rein, die wir vorne haben. Und unten auf der Karte seht ihr halt, dass das schon optimal angepasst wurde. Schalten es wieder ein. Bringen das Ganze jetzt hier wieder aus. Und so funktioniert das Ganze mit den Fahrgassen. Ne? Das ist der Sinn und Zweck dieser Fahrgassen. Und so haben wir jetzt hier auch alles optimal gedüngt. Ne? Ihr seht, wir fahren auch keinerlei Frucht aktuell kaputt. Dann nehmen wir noch die nächste Fahrgasse da drüben. Wir müssen, glaube ich, ein Stückchen weiter quer reinfahren, weil nämlich da hier der Strommast ist. Aber da können wir auch gekonnt einmal rumfahren. Fahren wir einfach mal ein bisschen weiter raus. Und werden dann hier ein Stückchen zurückfahren. Shuttle Control haben wir mittlerweile auch aktiv, sodass das da auch keine Probleme mehr gibt. Ja, und so kann man sich hier schön an den Fahrgassen halt orientieren. Das ist sehr cool gemacht. Da können wir das Ganze jetzt wieder einschalten. Und so haben wir dann die optimale Breite. Links muss ich halt auch noch ein bisschen düngen. Das werde ich dann gleich auch nochmal machen. Und wie gesagt, wenn ihr das F1-Menü anschaltet, seht ihr auch, wie viel ihr ausbringt. Ihr könnt das automatisch machen. Ihr könnt das auch beispielsweise manuell machen. So wie ihr das gerne haben möchtet. Und so wie ihr euch auch halt auch auskennt. So, wir fahren das einmal hier zu Ende. Drehen wir einmal hier auf unserer Wiese. Da bin ich irgendwo hängen geblieben, glaube ich. Ich klappe die mal kurz ein. Ach, an dem Baum. Ja, Bäume sind natürlich euer bester Freund, wenn ihr mit einer Felsspritze unterwegs seid. Ich habe es jetzt mal komplett eingeklappt, weil es dann einfacher ist, dann auch zu wenden. Huch. Bremsen muss man natürlich auch. Jetzt können wir das hier noch einmal aufklappen, damit wir hier die von dem äußeren Bereich natürlich auch noch da die maximale Düngstufe erreichen. Da brauchen wir dann auch nicht reinfahren, sodass wir dann hier den Dünger dann auch natürlich auch am Feldrand haben. Deswegen habe ich jetzt hier keine Fahrgasse reingefahren am Ende, weil brauchen wir nicht. So. Das Ganze wird jetzt hier auch nochmal gedüngt. Wir fahren jetzt hier relativ am Rand. Zack. Das passt dann auch. Und die Wiese können wir jetzt einfach auch nochmal mitdüngen. Das machen wir jetzt auch nochmal eben kurz. Weil hier auch die erste Wachstumsstufe ist und wir jetzt auch nichts bei der Wiese zerfahren. Das ist halt auch ein Vorteil. Ah, jetzt müssen wir einmal wechseln auf den zweiten Tank. Das finde ich zum Beispiel auch mal sehr komisch, dass man dann hier jetzt auf den zweiten Tank wechseln muss. Das macht da gar nichts, okay. Wieso nimmt er jetzt... Ah, weil wir hier, glaube ich, schon gedüngt haben, ne? Warte mal. Das ist ja die automatische Abschaltung, glaube ich, oder? Wir gucken mal. Ob er gleich weiter düngt. Ja. Genau, das ist die automatische Teilabschaltung, von der ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, da, wo wir überall schon was ausgebracht haben, schaltet er das dementsprechend ab. Sodass das dann auf jeden Fall auch einfacher funktioniert. Ich nehme jetzt hier bewusst immer die Außenperspektive, weil ich da schöner das Gras auf jeden Fall abfahren kann. Und immer da, wo wir schon waren, ne, das heißt, wo wir schon gedüngt haben, da schaltet er das Ganze ab. Jetzt nehmen wir quasi hier auch nochmal das Gras mit. Ne? Bevor wieder der eine oder andere sagt, ich schalte das mal kurz ab. Sekunde.
Ich habe die Fruchtzerstörung ausgeschaltet. Das ist nicht der Fall, ne? Die ist an. Ne? Also es ist die erste Wachstumsstufe. Das ist bei Seasons so implementiert. Sodass er da auch nichts zerstört, ne? Ja, jetzt können wir jetzt hier die weiteren Bahnen auch noch abfahren. Natürlich könnten wir jetzt hier noch hingehen und könnten sagen, okay, wir fahren jetzt den Kurs ein, ne, damit das dann auch noch ein bisschen besser läuft. Aber das könnt ihr halt machen, wie ihr wollt. Ihr seht auch hier die Unterschiede, da wo wir schon gedüngt haben und so. Das wird natürlich auch wieder ein bisschen dunkler dargestellt, wie ihr es auch aus dem Standard-LS kennt. So. Jetzt schaltet ihr das Ganze wieder ab. Weil wir halt hier schon drauf waren. Und so verschwendet ihr halt kein zusätzliches Düngermittel, ne? Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Das Gerät ist nach wie vor noch an. Und jetzt da, wo er es braucht, schaltet er das einfach wieder mit hinzu. Wie hier jetzt gleich zum Beispiel. Seht ihr? Weil hier haben wir auch noch nicht gedüngt. Da wird es jetzt auch noch zugeschaltet. Dann drehen wir da oben einfach. Und das ist halt der ganze Spaß, den wir da haben. Beziehungsweise, es ist der ganze Zauber. Da müssen wir natürlich noch im oberen Bereich auch noch düngen. Ich fahre jetzt einfach mal hier am Straßenrand lang. Dann haben wir die Wiese soweit gedüngt. Dann haben wir unser Feld soweit gedüngt. Das heißt, der Stickstoffwert ist da ausgeglichen. Der ist jetzt grün. Ne? Das seht ihr jetzt auch. Das passt dann soweit. Bedeutet, wir haben Kalk ausgebracht. Wir haben Stickstoff bzw. Flüssigdünger ausgebracht. Und so funktioniert das Ganze dann, dass es auch vernünftig wachsen kann. Wir haben einen optimalen Ertrag. Das können wir uns auch gleich gerne nochmal in der Übersicht anschauen. So, jetzt müssen wir da auch nochmal drehen. Nehmen noch die Bahn mit hier, die wir noch nicht mit der Spritze bearbeitet haben. Nimmt die Seite auch nochmal mit. Da müssen wir noch zum anderen Ende fahren. Und so haben wir dann alles optimiert. Das heißt, auch das Gras ist beispielsweise dann auch vernünftig gedüngt. So. Jetzt können wir hier auch einfach weiterfahren. Ne? Ihr seht, das schaltet automatisch ab. Das ist kein Problem. Und da fahren wir jetzt einfach in den hinteren Bereich unserer Wiese. Damit wir die auch noch fertig düngen. Also man muss einmal ein bisschen mit dem Gestänge schauen. Hier schaltet er jetzt optional noch ab und zu mal das Gerät einfach an. Ich fahre mal ein Stück hier weiter rüber. Damit wir die Bäume da nicht mitnehmen. Und immer da, wo er meint, er hat noch nicht gedüngt, da schmeißt er dann das ganze Gerät jetzt wieder an. Wie hier zum Beispiel. Das ist ja der hintere Bereich unserer sehr, sehr großen Wiese. Das ist ja die Wiese 78, die wir haben direkt in Feldnähe. Die brauchen wir dann auch, um später auch eigene Silage herzustellen. Wobei den ersten Schnitt, den werden wir dafür verwenden, dass wir das unseren Tieren als Futter geben. Weil Gras konnten wir nicht dazu kaufen. Und deswegen werden wir das machen. Der Teil hier hinten gehört ja auch noch dazu. Bedeutet, bis hier fahren wir auch noch. Das ist nämlich alles, das hier die Wiese 78. Er sagt zwar jetzt keinen Zugang, das bezieht sich aber eher hier auf das Feld. Und da haben wir halt jede Menge an Fläche, die wir dann später auch mit unseren Mähwerken dann auch natürlich, wo das Gras dann auch runterholen, ne? Mal gucken, ob das hier noch alles ausreicht. Ich fahre nochmal ein Stückchen weiter rüber hier. Ich glaube, ein kleines Stück kriegen wir hier nicht mit. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt müssen wir einmal kurz hier anhalten. Noch ein kleines Stück zurück. Damit wir die Wände hier hinbekommen. So. Ja, ich denke, das sollte reichen. Dass man hier nicht an jeder Ecke kommt. Ich denke mal, das ist in der Realität auch so.
dass man da vielleicht nicht alles mitbekommt. Jetzt kommt gleich wieder die Meldung wahrscheinlich. Das Feld gehört uns nicht. Nee, doch nicht. Jetzt können wir dann hier noch den Kram hier auch noch fertig düngen. Wir fahren jetzt hier nochmal hoch zum Feldrand. Dann haben wir das kleine Stück hier noch. Und dann haben wir am Vormittag schon einiges geschafft hier. So, dass wir uns in den nächsten Folgen dann einmal um die Tiere wieder kümmern. Ne, das wäre ja auch unsere Aufgabe, um die wir uns noch kümmern müssen. Und wir müssen uns auch noch um das große Feld kümmern. Da habt ihr ja gesagt, da sollen wir ja Mais draufpacken. Vielleicht teile ich das auch noch ein bisschen ein, dass ich das Feld einmal in der Mitte teile. Beziehungsweise, bis wir Mais aussehen können, da brauchen wir erstens mal eine andere Saatmaschine. Also eine Einzelkorn-Saatmaschine. Das können wir nämlich nicht mit der Pöttinger machen, die, wo wir auch den Weizen ausgesät haben, sondern wir brauchen auch die passende Temperatur, damit wir das auch durchführen können. Ne? Das ist halt auch wieder wichtig. Ja, wieder ein bisschen in die Innenperspektive. Jetzt geht das Ganze wieder an hier. Und dann haben wir Wiese und das Feld soweit ready. Wir schalten das Ganze mal ab, klappen das Ganze wieder zusammen. Schauen uns das nochmal kurz in der Übersicht an mit Precision Farming. So, da haben wir es jetzt. Wir haben einmal jetzt hier den optimalen pH-Wert. Den haben wir durch die Kalkausbringung erzeugt. Ne? Außer hier unten. Hier habe ich es, glaube ich, vergessen. Ist aber nicht schlimm. Wir haben hier unser Feld. Dann haben wir jetzt hier die optimale Düngerstufe. Je nachdem, was für einen Boden wir haben. Wir haben auch unterschiedliche Böden. Seht ihr? Sieht das dann auch unterschiedlich aus. Das passt hier alles soweit. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das soll es dann heute wieder gewesen sein hier mit einer Folge von der Untergriesbach. In der nächsten Folge, wie gesagt, kümmern wir uns um unsere Tiere. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, wünsche noch ein schönes Wochenende und sage mal bis dahin. Tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.